Du bist doch Manu. Wie kommst du denn hierher? Naja, ich habe eine Gelegenheit beim Shop gepackt und schon bin ich hier. Weißt du, was Liebe ist? Und wenn sie vor dir steht, weißt du, woher sie kommt? Und auch wohin sie geht? Weißt du, was Liebe ist? Und wenn sie mit dir spricht, weißt du, was Liebe ist? Hallo, ich bin die Marie Zielke und ich spiele die Manu Berlet. Das ist eine ganz nette, eine ganz charmante, eine ganz lustige Person. Die ist ja cool. Und man denkt am Anfang so, wow, was ist denn das für ein Kracher, der da langkommt? Na, habt ihr alles mitbekommen? Passiert ja nicht mal was in eurer scheiß Spießersiedlung, eh? Die Manu selber ist eigentlich ziemlich perfekt, so wie sie ist. Und schönen Tag noch. Das soll man öfter mal sagen. Die Manu, die hat einen Sohn, das ist der Daniel. Und das ist ihr Ein und Alles. Uns kann nichts trennen, nichts auf der Welt. Manus großes Problem ist, der Ex-Mann. Nimm mir den Daniel nicht weg. Ich würde das nicht aushalten. Die neue Freundin von dem Ex-Mann. Daniel wäre bestimmt gut bei uns aufgehoben. Diese Entscheidung überlassen wir doch bitte dem Familienrichter übermorgen. Ihr Problem ist, dass sie sich ganz schnell einen neuen Job und ein geregeltes Leben zulegen muss. Grand Hotel Aden? Kommst du darauf, dass die ausgerechnet mich wollen? Natürlich war Manu noch nie in so einem Haus drin. Als sie es zum ersten Mal sieht, denkt sich, ist das schön, ist das riesig, ist das toll. Und will eigentlich wieder umdrehen und nach Hause gehen. Mein Name ist Arne Stefan, ich spiele den General Manager im Grand Hotel Aden, Marc Braun. Wir beide treffen sehr ruppig gleich aufeinander, ja. Er nimmt sie wahr, aber im ersten Moment ist es nichts weiter als ein freundliches Hallo und ja, willkommen in unserem Haus. Da können Sie nicht aufpassen. Entschuldigen Sie. Willkommen im Aden. Sie ist natürlich eine sehr außergewöhnliche Person. Ups, Momentchen mal, ich mach hier gerade sauber. Du arbeitest wohl noch nicht lange hier, was? Wieso? Merkt man das? Sie ist leider oftmals einfach von ihrer Klappe her zu großspurig. Auch wenn sie mir ewig draufstarren, mein Arsch redet nicht mit ihnen. Wenn sie in diesem Gewerbe hier bestehen wollen, dann müssen sie sich zusammenreißen. Manu Berlet muss diesen Job behalten. Für Daniel? Ich sorge für uns, egal was kommt. Ich werde weiterkämpfen. Für mich und für Daniel.